دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال ايقظ الهمم دك يا جبال 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 نحن في القمم اصنع الرجال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم liebe Geschwister im Islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir befinden uns in einem sehr schönen Monat, dem Monat Ramadan. Und dieser Monat bringt viel Baraka und viel Rahma und viel Istighfar und viel, viel Gutes mit sich. Ja, Vergebung, Segen, Barmherzigkeit. Ja, der Monat des Koran, wie man sagt. Nun gibt es eine Angelegenheit in diesem Monat, die uns jeden, den jeden von uns betrifft. Und diese Angelegenheit ist, wie ihr lesen könnt, Zakatul Fitr. Und so wie jedes Mal im Monat Ramadan die Zakatul Fitr entrichtet wird, auch dieses Jahr wird es langsam Zeit, ja, weil wir nähern uns dem Tag des Sa'id, dass die Zakatul Fitr errichtet wird. Nun, ich wollte ganz kurz was zu Zakatul Fitr sagen und einen Aufruf für die Hilfsorganisation IHED machen, die auch Zakatul Fitr entgegennehmen und halt mit dieser Zakatul Fitr armen Leute, bedürftige Menschen helfen. Als allererstes sollten wir wissen, dass Zakatul Fitr eine Sache ist, die Wajib ist für jeden Muslim. Männlich, weiblich, jung, alt. Ja, solange er die Mittel dazu aufbringen kann, ist es Pflicht. Ist es eine Sache, die ist Wajib für jeden Muslim und Muslima. Der Prophet Muhammad, alayhi salatu wassalam, ein bekannter Hadith von Ibn Umar, radiyallahu anhuma, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Zakatul Fitr oder hat Zakatul Fitr für jeden Sklaven, freien Menschen, Mann, Frau, jung und alt unter den Muslimen verpflichtend gemacht. Einen Sa' an getrockneten, also eine Maßeinheit an getrocknete Datteln oder eine Maßeinheit an Gerste. Manche Gelehrte sagen, dass man jede Art an Nahrungsmittel, das in einem bestimmten Gebiet allgemein bekannt ist, als Fitr, als Zakatul Fitr abgeben kann, wie zum Beispiel Mehl, Rindfleisch oder Milch. Ja? Das ist der Hadith, der zentrale Hadith, der besagt, dass Zakatul Fitr Pflicht ist, wie Ibn Umar sagte, dass der Prophet alayhi salatu wassalam Zakatul Fitr für jeden Sklaven, freien Menschen, Mann, Frau, jung und alt unter den Muslimen verpflichtend gemacht hat. Ja, und diese eine gewisse bestimmte Maßeinheit an Lebensmittel. Nun, der Zweck der Zakatul Fitr, liebe Geschwister, ist, dass es gilt als Wiedergutmachung für denjenigen, der das entrichtet, als Wiedergutmachung um die begangene Fehler, die man im Fastenmonat begeht, um somit die auszugleichen. Ja? Und Zakatul Fitr, auch eine andere Weisheit, versorgt ebenso die Armen mit Mitteln, womit sie den Fest am Yom al-Eid, des Fastenbrechen Festtag, zusammen mit den Rest der Muslime feiern können. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtete, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte Zakatul Fitr obligatorisch, damit diejenigen, welche fasteten, gereinigt werden von ihren nutzlosen Taten und schändlichen Gerede, welches im Ramadan begangen wurde, so wie wir wissen, liebe Geschwister, wir sind Menschen und wir sind schwache Diener und jeder von uns begeht vielleicht diese Fehler an diesem Monat. Ja, sagt weiter Ibn Abbas, um dass die Armen versorgt werden. Wer auch immer es vor dem Gebet, vor dem Festgebet gibt, wird es als Zakat anerkannt bekommen, während derjenige, der es nach dem Gebet gibt, wird es als Sadaka gegeben, dann wird das als Sadaka anerkannt werden. Ein Hadith, der ist bei Abu Dawud und Sheikh Nasruddin al-Albani als Sahih erklärte. Ja? Und der Hadith, den ich vorher zitiert habe, von Ibn Umar radiallahu anhuma, ist verzeichnet bei al-Bukhari. So, liebe Geschwister, ihr seht, dass die Weisheit von Zakatul Fitr einmal eine geistige Entwicklung des Mu'min ist. Das heißt, das Ziel erreicht wird, den Mu'min auch innerlich zu reinigen und auch nochmal das Ziel der Großzügigkeit, das Mitgefühl, die Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und Rechtschaffenheit, indem man etwas von seinem Vermögen abgibt. Nun, was ist die Zeit dafür, haben wir gesagt, wie wir gerade im Hadith von Ibn Abbas gelesen haben, dass die Zakatul Fitr vor dem Eid
vor dem Eid abgegeben werden muss. Es ist also eine Pflicht, der Hukum ist eine Pflicht und es muss vor dem Eid gegeben werden, ja, vor dem Gebet, vor dem Salatul Eid, vor dem Gebet am Tag vom Eid muss es entrichtet werden, ja. Und Ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befahl, dass Zakatul Fitr gegeben werden soll, bevor die Leute das Gebet verrichten. Nafi' überliefert, dass Ibn Umar radiallahu anhu Fitr ein oder zwei Tage vor dem Eid bezahlen pflegte. Ja, eine Sache, die ist verzeichnet bei Al-Bukhari. Ja, das bedeutet, dass man kann also, wie gesagt, nicht direkt, also ganz, ganz knapp vor dem Gebet nur abgeben, sondern auch ein, zwei, drei Tage oder Tage vorher, vor dem Salatul Eid, diese Sache entrichten. Wichtig ist, dass das vorher entrichtet wird. Und bi'idhnillahi ta'ala ist das eine Wiedergutmachung für dich, für deine begangenen Fehler und eine Hilfe, dass arme Menschen, weil es wird als Lebensmittel abgegeben, bei armen Menschen, bei bedürftigen Menschen, die diese Zakat al-Fitr benötigen, damit sie auch dann den Tag sich freuen können, so wie alle Muslime auf dieser Welt. So, wir haben eben gehört, wenn man das vor dem Gebet gibt, ist das Zakat al-Fitr. Wenn man das nach dem Gebet abgibt, ist das dann was? Eine reine Sadaqa. So, die Höhe davon, also die Menge ist, haben wir gesagt, eine Maßeinheit, eine Sa'a, eine Maßeinheit, ja, der beträgt 4-mal Mut. 4-mal Mut ist, einmal Mut sind zwei Hände voll Lebensmittel, ja. Also das heißt, diese Maßeinheit sind 4-mal Mut. Einmal Mut sind zwei Hände voll mit Lebensmittel, Reis, Gersten, Datteln etc. Ja? So, das heißt, wenn man 4-mal die Hände voll nimmt mit Lebensmittel, ist die Maßeinheit für Zakatul Fitr. So, heutzutage, wenn man das als Geld abgibt, damit es als Lebensmittel ausgegeben werden soll, weil wir müssen hier klar sagen, es muss Lebensmittel sein. Zakatul Fitr muss Lebensmittel sein. Du kannst nicht irgendeinen Betrag spenden, damit einen Brunnen bauen oder ein Haus bauen oder jemand Schuhe kaufen. Es muss ein Lebensmittel sein. Da in der Zeit des Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam konnte man Geld geben, man hat aber kein Geld gegeben, man hat Lebensmittel gegeben. Deswegen ist für dich wichtig, Mu'min und Mu'mina, Muslim und Muslima, dass ihr diese Zakatul Fitr als Geld entrichtet, als Lebensmittel entrichtet. Was aber die Möglichkeit besteht, dass man eine bestimmte Geldeinheit jetzt zahlt, das ist so zwischen 6 und 8 Euro umgerechnet, diese Maßeinheit, ja, dass man dieses Geld zahlt und die Personen, die das Geld entgegennehmen als ein Amana, für dich als Lebensmittel ausgeben vor Yom al-Eid, vor dem Salatul Eid, und Bedürftige das geben, dann ist es auch mit in Ordnung. Bi'idhnillahi azza wa jal. Warum betonen wir, dass es als Lebensmittel gegeben werden muss? Das einmal für dich, Bruder und Schwester, sowie auch für die Hilfsorganisationen, die das entgegennehmen. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, wer auch immer etwas in unsere Sache, Din, diese Religion, einführt, wird es zurückgewiesen bekommen. Ein Hadith, das verzeichnet bei Al-Bukhari und bei Muslim und bei Abi Dawud. Ja, wie gesagt, der Prophet alayhi salatu wassalam hatte die Möglichkeit, hat es aber nicht getan. So, wenn du jetzt keine Bedürftige findest um deine Umgebung und du sagst, ich kenne hier aber keinen Bedürftigen, alle haben was zu essen, die können zur Tafel oder was auch immer und können auf jeden Fall auch Eid feiern mit uns, so kannst du diese Geldeinheit überweisen an eine Hilfsorganisation, die du vertraust und du weißt, dass die vertrauenswürdig ist und die nehmen diese Geldeinheit, diese 6 bis 7, 8 Euro, die deine Maßeinheit entspricht von Lebensmitteln, nehmen dieses Geld, zahlen, kaufen dafür Lebensmittel für diese bestimmte Maße, für die Maßeinheit, die man geben muss und entrichten für dich diese Zakatul Fitr vor Salatul Eid an bedürftige Menschen. Bi'idhnillahi ta'ala. Das ist, was wir wissen sollten von Zakatul Fitr. Ja, wir haben gesprochen über den Hukum, über die Hikma, über die Zeit, über die Menge, über die Art, ja. Und wir haben uns die Hadithe gehört. So, jetzt, Geschwister im Islam, mein Aufruf oder dieses Video betrifft auch einmal eine Hilfsorganisation, für die ich auch persönlich aufrufe, nämlich Ehed e.V. Sie geben auch Zakatul Fitr, machen Zakatul Fitr dieses Jahr auch für bedürftige Geschwister in Syrien.
sowie auch als Alternativ nach Mali zu bedürftigen Menschen. Ja, also natürlich speziell erstmal wird das für Syrien gerufen, aber alternativ kann man auch Zakatul Fitr nach Mali schicken. Der Betrag ist zwischen 6 und 8 Euro. Ja, und bi'idhnillahi ta'ala könnt ihr diese Zakatul Fitr an diesen Geschwistern schicken zu IHTV als Geldeinheit und die werden dieses Geld nehmen und vor Salatul Eid für euch als Lebensmittel bei bedürftigen Menschen abgeben. Bi'idhnillahi azza wa jal. So könnt ihr euch, die Kontodaten könnt ihr auch nach dem Video sehen, aber auch viel einfacher, um mehr Informationen zu bekommen, könnt ihr euch auch bei IHTV komplett melden oder halt euch die Seite von denen anschauen und Informationen holen. Ihr findet IHTV sowie auch andere Hilfsorganisationen ganz unten auf unserer Seite. Wenn ihr auf Muslimtube-Seite und ganz unten scrollt, findet ihr die Informationen dazu. Wie gesagt, geht drauf, IHTV und ihet.de und schaut euch das an. Ihr könnt die Geschwister auch anschreiben, vertrauenswürdige Geschwister, die wir kennen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere bedürftigen Muslimen ihre Not und ihr Leid vermindern und verringern. Und möge Allah Ta'ala uns alle Muslimen auf dieser Welt ein glückliches Fest erleben und gemeinsam erleben, bi'idhnillahi Ta'ala. Und möge Allah Ta'ala unsere Taten annehmen, unser Fasten akzeptieren. Wa barakallahu fikum, wassalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.